Und da hätte ich meinen Teleporter. Hätte ich das mal früher gewusst. Oh Mann. Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Prince of Persia Lost Crown. Ich hoffe, dass ich jetzt hier hochkomme. Denn wir wollen ja wieder nach ganz oben, also hier nach... da oben wollen wir hin. Und ich stelle gerade fest, glaube ich, es wäre einfacher gewesen... Naja, okay, egal. Wird schon. Wird schon schief gehen. Hier wieder hochzukommen, hoffe ich. Super ist. Ja, wir haben den Doppelsprung. Wir haben einige Sachen. Die Tiefen. Genau. Und hier muss ich jetzt... Weiß gar nicht, wo ich am besten langkomme. Jetzt muss ich jetzt hier gerade meine Katze los. Jetzt habe ich hier zwei Katzen. Komm. Runter, beide. Beide runter. Komm. Das brauchen wir gar nicht erst probieren hier, ne? Wenn ich hier rechts hochgehe, glaube ich, ist es am besten. So. Okay. Und dann sind wir oben. So, da lang macht jetzt für mich so keinen Sinn. Das geht so schneller, ja. Halt. Gucken. Ja, genau. Könnte Pfeile. Ne, Pfeile brauche ich nicht auffüllen. Ach du meine Güte. Oh oh. Das war knapp. Jetzt hier hoch. Ah, da komme ich da raus. Ah, da habe ich irgendwas noch nicht gemacht. Warum werde ich bestimmt gleich erfahren? Warum ich da irgendwas nicht gemacht habe, werde ich bestimmt noch erfahren. Wow. Ah, okay, deswegen. Weil das für mich noch nicht möglich war. Und da hätte ich meinen Teleporter. Hätte ich das mal früher gewusst. Oh Mann. So. Da geht es zum Wack-Wack-Baum. Und da geht es nach oben. Und wir wollen ja erstmal nach oben. Habe ich das Rätsel schon oder noch nicht? Was war hier? Laden des Sammlers. Nach und nach Gesundheit wieder her. Okay. Erhöht die Angriffskraft im Nahkampf. Im Gegenzug wird deine maximale Gesundheit auf einen mickrigen Wert reduziert. Das ist nett. Das nehmen wir doch mal. Das ist doch nett zu wissen, dass es das gibt. Dieses Ubisoft Connect geht mir ja sowas von... Wait a minute! Ich kann hier irgendwie hoch. Ach, da. Ich wollte schon sagen. Ihr wolltet mir hier was unterschlagen, aber nee.
Okay. Jetzt bin ich hier oben. Okay. Bin ich hier oben. Und hier gibt's was zum Aufheben. Kinderspielzeug. Überbleibsel einer Zeit, in der Kinder in den Straßen der Zitadelle spielen konnten. Na, und was gibt's hier? Wer bist du? Wie kann eine alte Frau in diesem lebensfeindlichen Loch überleben? Gute Frage. Niemanden scheren die Alten. Die Gegenwart stürmt blind nach vorne und löscht die Vergangenheit aus. Wir gehören einer vergangenen Zeit an. Wir sind die Vergessenen. Vielleicht haben wir deshalb überlebt. Eine Schande. Die Vergangenheit kann schließlich noch die Zukunft heilen. Das ist richtig. Vielleicht kann sie das. Gibt es etwas, das du mir über die Ereignisse hier auf dem Berg Karf erzählen kannst? Natürlich. Doch zuerst musst du etwas für mich tun. Okay, und was? All meine Kinder sind tot. Getötet von Erlik. Er ist Erlik. Der mächtige Ebergott, Diener der Hölle, muss bezahlen. Erlik nahm meine Familie. Nimm ihm das Leben. Ich verspreche, ich werde dir die Geschichte dieses Ortes erzählen. Nebenquest. Und wo ist Erlik? Hier vielleicht? Ha. Man kann immer noch mit ihr reden. Hast du Erlik? Natürlich habe ich Erlik nicht gefunden. Oh, schön. Bleibt dann auch für immer zu. Also man muss immer den Umweg gehen. Okay, das macht keinen Unterschied. Dann gehen wir hier lang. Hier bin ich runtergefallen, ne? Genau. Und hier konnte ich noch nicht lang, weil... Keine Ahnung, warum konnte ich da nicht lang? Warum bin ich da nicht lang gegangen? War mit mir kaputt. Egal. Ach, komm. Geh mal wieder zurück, Kleiner. Yum. Blöde Fliege. Ich kann einmal da lang und ich kann da unten lang. Und hier kann ich was finden, damit ich mehr Energie habe. Yay! Das nehme ich doch gerne mit. So, jetzt kann ich also hier oben lang. What the? Und hier ist ein Baum. Nehme ich auch gerne. Wow, damit haben wir echt 11 Energie und ich kann endlich mein Amulett anlegen, was ich da bekommen hatte. Die Frage ist nur, welches ist das? Das ist das, ne? Genau, dann nehmen wir das da weg und nehmen das da rein. Und dann sehen wir auch die Energie unserer Gegner. Aber hier haben wir auch noch irgendwas. Oh! Noch besser. Jetzt könnte ich natürlich zur Schmieden gehen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Geht zur Schmieden und so weiter. Ich habe ein bisschen was an Kristallen wieder gesammelt und werte meine ganzen Sachen auf. Ich finde, das macht Sinn. Also, Kaevas Schmiede. Willkommen.
So, gucken wir erstmal. Ringtänzer. Es wäre halt nicht schlecht, wenn man wüsste immer, was man angelegt hat. Ich glaube, den habe ich sogar angelegt. Schaden erhöhen ist immer gut. So. Drachenkönig. Die Königsstern. Ja, warum nicht? Ich greife oft in der Luft an. Insofern lohnt sich das. Nehmen wir den mit. Nein. Solange du bei voller Gesundheit bist. Ja, es ist eigentlich echt ein geiles Ding, ne? Fluch. Ah, ist mit der Energie von den Gegnern? Ist jetzt nicht so mit dabei, ne? Nee. Schimmerlöwe. Weiß gar nicht, welches ich jetzt angelegt habe. Welche Amulette haben wir denn angelegt? Wir haben angelegt. Schicksalsblick kann ich aber nicht aufwerten. Die Königsstern ist voll aufgewertet. Segen auch. Es fehlt ja nur noch das. Okay. Willkommen. Dadurch, dass nur das fehlt, werten wir das auf. Machen wir das genauso. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle: Kann ich hier noch was aufwerten? Gehörnte Viper. Ne, hier wollte ich. Ja. Okay. Gut, ich könnte jetzt noch... War hier? Da kam ich hin. Das hängt damit zusammen. Definitiv. Okay, das habe ich ja dann schon mal herausgefunden. Herausgefunden. Schlüssel brauche ich auch noch. Da wollte ich wieder hin, ne? Genau. Dahin. Perfekt. Na komm. Das dauert immer so lange. Aber wenn das dann hat, dann geht's schnell, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Da war was. Okay, da komme ich oben lang. Da war ich, glaube ich, schon mal hier, ne? Wow. Jetzt ernsthaft? Plus ein Geistergefäß? Wo habe ich denn jetzt das Geistergefäß her? Könnte jetzt da lang, aber da könnte ich auch hier lang, ne? So, dann haben wir den da erstmal weg hier. Den geht mir auf den Nerv. Okay, hier ist aber weiter nichts, ne? Da könnte ich, nee, dann gehe ich weiter nach links. Nee. Dann füllen wir einmal auf. Solange ich bei voller Gesundheit bin,
ist das alles wunderbar. Könnte unten lang oder oben lang. Ich gehe aber... Nee, halt, warte mal. Kann ich... Doch, ich kann unten lang. Aber ich kann hier nämlich unten lang. Hier lang, ne? Genau. Kommt jetzt hier der blöde Eber? Ich glaube schon, ne? Da ist er ja. Unser lieber netter Eber. Von nebenan. Na komm. Und erledigt hat es sich mit dem lieben netten Eberchen. Und dafür bekommen wir... Ein grausamer Anblick. So viele Opfer dieses verlassenen Ortes. Das müssen die Kinder der alten Frau sein. Kinderreim auf einem Spielzeug. In den Tiefen singen die Kinder. In der alten Zitadelle, so weit und breit, irre ich durch die Schatten als Kind dieser Zeit. Mit Freude im Herzen hüpfe ich herum in einer Welt mit Dunkelheit außenrum. Mein Vater war Seemann, mutig und wacker, doch seine Geschichten wurden Opfer der Massaker. Iris war sein Name und ich hoffe immer zu, dass sein Geist mich bald höre und finde nun Ruhe. Doch wenn der Mond aufgeht, wird es wieder fahl und die Geheimnisse kommen und machen mir Qual. Gesang wird zu Geflüster, Geflüster zu Geschrei. Es hallt durch die Hallen und irrt nur herbei. Nachts wird es in der Zitadelle noch kälter, gezeichnet vom Kummer, die Wände immer älter. Ich suche nach Trost, nach einem Flackern des Lichts, aber was ich auch tue, Dunkelheit umgibt mich. Jetzt bin ich gefangen, der Abgrund mein Hain, ich kann nicht entkommen, sie suchen mich heim. Durch die Geheimnisse der Zitadelle fühle ich mich schwer, doch mit diesem Reim setze ich mich zur Wehr. Ich singe mein Klagelied, so wie ich es sich ergab, die Tiefen vom Berg Kaff sind nun mein Grab. Als Kind der Finsternis, verflucht und gefangen, heißt es nun bis zum Tode hart bang. Okay, da kann ich nicht hoch. Ernsthaft? Das war hier alles? Ich besiege diesen Eber und bekomme nur das? Ich habe deine Kinder gerecht. Und jetzt halte dein Versprechen. Erzähl mir von der Vergangenheit. Sie ist bedeutungslos. Warum? Was soll das denn? Ernsthaft? Diese Frau hat mich ausgetrickst? Ich fühle mich jetzt so ein bisschen veralbert, ne? Ach Mann, ich muss unten lang. Ist das nervig. Ja. So. Ja, das war ja doof. Ich habe jetzt ein neues Amulett bekommen. Das hier, das scheint eigentlich ganz nice zu sein. Dafür müsste ich aber den Schicksalsblick ablegen. Ne, erstmal brauche ich noch irgendwas anderes. Ne, also, ja, es ist nice, richtig, aber es ist nicht so nice, dass ich dafür jetzt echt alles opfern würde. Ha. Gut, dann würde ich aber sagen, geht's weiter im nächsten Part. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor Hautrein. Tschö, tschö.